So, willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War. Die zweite Folge. Und wir bereiten uns mal weiter vor. Auf den Zug nach Schweden. Durch das Wachstum ihrer Bevölkerung werden Dörfer zu Städten und damit das Errichten von Gebäuden zur Verbesserung des Einkommens, der Zufriedenheit des. Muss ich auch mal gucken, mit wem Frankreich so verbündet ist, ob wir die nicht auch angreifen können. Ist ja nur eine Provinz, das müsste relativ schnell gehen. Mit deren Forderung. Militärischen Zugang unbegrenzt. Unbegrenzt. Vielleicht für 500. Militärisches Bündnis. Na gut, wir können es ja immer noch. Miau. Na gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit denen verbündet sein will. Aber na gut. Weil sie sind ja Katholizisten. Also Katholiken, Katholizisten. Auch ein schönes Wort. Habe ich jetzt neu erfunden. Na gut. Mit dem Aufkommen kolonialer Besitztümer auf weit entfernten Oh, Österreich, Österreich, Polen, Kontinenten spielt Litauen. der Seehandel eine immer größere Rolle. Das Treffen von Finde ich nicht Handelsabkommen schlecht. öffnet automatisch eine Handelsroute zwischen den jeweiligen Nationen. Finde ich nicht Ihre schlecht, eigenen wenn die sich schon Routen mal werden in gegenseitig Grün schwächen. angezeigt, die von neutralen Nationen in Weiß und feindliche in Rot. Handelsabkommen treffen Sie im Bereich Diplomatie. Machen wir auch so ein Ding. Ich bin nicht so der Mega-Schiff-Experte so, also Seeschlachten werde ich, wenn dann automatisch machen. Dafür geht es dann auf dem Land besser zu. Nehmen wir mal die Armee oder die. Ach, die. Und jetzt mal schauen, wir könnten uns natürlich auch mit Schweden verbünden. Ach, deshalb sind die mit Russland schon im Krieg. Gut, wir können uns auch mit Schweden verbünden und dann hier. Na, nee, nee, erst Schweden wegmachen. Gut, hier kann noch was werden. Hafentechnisch, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich denke mal, wenn der Admiralität zu Ende ist. Machen wir hier noch ein bisschen was. Am Anfang geht es noch ein bisschen schneller mit den Runden. Wie man merkt, dafür dauert das Rundenüberspringen länger. Durch die ganzen Nationen. Ihre Nation kann ihr Handelseinkommen So. beträchtlich steigern, wenn sie unter dem Namen Ostindienfahrer bekannte Handelsschiffe zu anderen Kontinenten. Ja, toll. So, die Admiralität ist fertig. Der Hafen ist halt immer noch nicht da. Na gut, dann brauchen wir ernsthaft militärischen Zugang zu irgendwas. Oder kann man die abholen? Das wäre noch sehr schön. Und was forsche ich eigentlich?
Na gut, okay. Garnison. Ups. Dann mal hier Marina. Mit einem Rechtsklick können Sie können Ihre Armee Geh per rauf. Rechtsklick auf einen beliebigen Teil des markierten Gebiets bewegen. Kann Per ich Rechtsklick jetzt? auf eine feindliche Armee oder Stadt greifen Sie diese an. Um zwei Ihrer Armeen zusammenzulegen, bewegen Sie diese zu ein und demselben Punkt. Sie begeben sich an Bord der Schiffe einer Flotte an der Küste, indem Sie sich einfach darauf bewegen. Befindet sich die Flotte einer Nation innerhalb des markierten Gebietes, können Sie sie angreifen. Per Rechtsklick auf eine Flotte beginnen Sie eine Seeschlacht. Okay, setz einfach mal beides über. Er hatte Das geht erst. nicht, Sir. Na gut, ich will jetzt noch nicht alles hier abziehen. Obwohl das Zeitalter des großflächigen offiziellen Einsatzes von Freibeutern dank größerer und besser organisierter Flotten vorüber ist, sind gegnerische Schiffe in Kriegszeiten immer noch eine beliebte Beute. Toll. So, Berlin ist mir ein bisschen zu wenig jetzt an Truppen. Und wir müssen mal gucken, dass wir auch ein bisschen was an Nachschub haben. In dieser Das kann ich von Übersicht nachher werden nochmal machen. Das Informationen ist. über einen bestimmten Würde Einheitentyp man so. angezeigt. Anzahl der Männer, Und dann. Rekrutierungsbedarf. Machen wir mal die nächste Runde. Ihr seht, ich gehe jetzt nicht mal ganz ans Limit vom Geld. Ich will mir so ein bisschen Polster halten. Aber Polen-Litauen misstraut mir offensichtlich ein bisschen. Bei Empire Total War sind Gebäude in Ortschaften und Häfen Bei über eine ganze Empire Provinz Total verteilt, War. statt nur in Yay. der jeweiligen Hauptstadt konzentriert zu Toll. sein, wie es bei früheren Ja, Mensch, Total das War kann ich Titeln der hier. Fall war. Dies bedeutet, dass Sie sorgfältig strategisch planen und Garnisonen errichten müssen, um Ihre Ländereien zu. Gut, jetzt hältst du bitte die Klappe. Dankeschön. Haben die da so rumstehen? So, okay. Sieht nur mal so viel aus. Was sagt die? Auch nicht schlecht. Ich bin versucht. Ganz ehrlich, ich bin versucht. Alter, das wäre der Vernichtungsschlag des Todes, ey. Und die haben keine Stadtmauer. Problem ist halt, dass die gerade leider alle auf dem Wasser sind. Und hier halt noch so ein bisschen was steht, aber das ist ja nicht wirklich viel. Aber ich habe auch nicht wirklich viel. Aber es ist halt, die haben hier so ein paar Speerchen noch rum. Ein Großteil. Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Oder?
Eins, zwei, drei Infanterie, die schießen kann bloß und hat Kanonen, aber na gut. Die sind ja nur fest positionierbar zurzeit. Also wenn ich die drei noch hab und hier immer noch nichts drin ist, dann wisst ihr, was zu tun ist, ne? Aber jetzt erstmal habe ich gehört. Sorry, Leute. Jetzt nehmen wir hier mal so ein bisschen mit raus. Ja, machen wir so. Chaka. Ja, jetzt bitte hier. Ich wollte auch nur die Hälfte. So, so, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr dürft wieder zurück aufs Schiff. Ach, das klappt mal wieder spitze. Und dann machen wir mal nächste Runde. Ich könnte fast wetten, dass die jetzt einen Ausfall machen, aber Krieg erklärt. Österreich? Was für Noten? Ach, keiner wollte mit. Na gut. Das war wohl ein Freifahrtschuss. Denn wir können jetzt. Alter, das war der Mega-Freifahrtsschein. Wir können jetzt einfach Österreich angreifen, ohne dass uns die anderen angreifen. Rein theoretisch. Na gut. Ist jetzt die Frage, ob das so toll ist, wenn wir gerade Schweden den Krieg erklärt haben da oben. Ach, die fordern noch was. Arsch. So. Handelsabkommen beendet Österreich. Bla. Die Forschung ist fertig. Das ist schon mal gut. Ach nee, es wird jetzt geforscht. Ja. Na gut. Okay. Wir kommen gar nicht an Österreich ran, ne? Was für Vollidioten. Da können wir hier irgendwie rüber? Ich weiß es nicht. Wollen wir es mal nicht drauf ankommen lassen? Oh, scheiße. Na gut. Alter. Ich bin ernsthaft versucht, aber dann kämpfe ich schon wieder an so viel. Jetzt erstmal hier. Okay. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.